hier sprechen darf. Ich habe mich gefreut, hier in Köln zu sein. Ich bin von vielen ganz freudig auch auf der Straße begrüßt worden. Man traut es ja den Westfalen nicht, diese Lebendigkeit zu. Ich habe die jetzt erfahren und bedanke mich nochmal für die Einladung. Ich bin gern bereit, ein persönliches Glaubensbekenntnis zu sprechen. Ich habe das schon mal gesprochen in Oldenburg im Bahnhof. Ich werde nicht glauben an das Recht des Stärkeren, an die Sprache der Waffen, an die Macht der Mächtigen, sondern ich will glauben an das Recht des Menschen, an die offene Hand, an die Macht der Gewaltlosigkeit. Ich werde nicht glauben an Rasse oder Reichtum, an Vorrechte, an die verfestigte Ordnung, sondern ich will glauben, dass alle Menschen Menschen sind, dass die Ordnung der Macht und das Unrecht Unordnung sind. Ich werde nicht glauben an die Macht des Geldes, an die Macht der Aktien und der Zertifikate, sondern an die schöpferische Kraft der Arbeit. Es ist die Arbeit, die die Werte schafft. Ich werde nicht glauben, dass ich nichts zu tun habe mit dem, was fern von hier geschieht, sondern ich will glauben, dass die ganze Welt meine Wohnung ist und das Feld, das ich bestelle, das alle ernten, was alle gesät haben. Ich werde nicht glauben an die Macht des Menschen über Gottes Schöpfung, sondern ich will glauben und hoffen auf die Einsicht des Menschen in seine Grenzen. Wir können nicht über alles herrschen, über das Wasser, über die Luft, über das Land und über die unendliche Kraft der Atome. Demut und Umkehr tut Not. Ich werde nicht glauben, dass Krieg und Hunger unvermeidlich sind und Frieden unerreichbar, sondern ich will glauben an die kleine Tat, an die scheinbare machtlose Liebe, an den Frieden auf Erden. Ich werde nicht glauben, dass alle Mühen vergebens ist. Ich werde nicht glauben, dass der Traum der Menschheit ein Traum ist, dass der Tod das Ende ist, sondern ich wage zu glauben, alle Zeit, trotz allem an den neuen Menschen. Ich wage zu glauben an Gottes eigenen Traum, ein neuer Himmel, eine neue Erde, wo Frieden und Gerechtigkeit sich küssen. Da ich ja bildender Künstler bin, habe ich natürlich was mitgebracht, was ich den Beteiligten schenken möchte. Jetzt muss ich mal gucken hier. Also mein. Oder Michael, kannst du das übernehmen hier? Ja, geht doch schon so. Du kriegst als erstes mal. Und zwar. Ich bin ja geschickt eigentlich. Als Künstler sollte man ja geschickt sein mit den Händen. Ich habe was mitgebracht. Und zwar ist dies hier ein Kreuz, das gemacht worden ist aus einer Patrouille von Kindersoldaten in Uganda. Das ist wirklich dann jetzt, wo aus Schwertern Flugscharen werden und aus Lanzen Winzermessern. Soldaten, die ehemaligen aus einer Patrone, da ist noch eine Patrone im Kreuz gemacht. Das möchte ich als Andenken jetzt jedem der Beteiligten einschenken. Du kommst als Erster eins und das Mikrofon kriegst du jetzt auch wieder.